Hier hat er gelebt, mit seiner Frau. Hier haben sie gesessen, hinter den Gardinen, mit den künstlichen Blumen. Hier haben sie aus dem Fenster geschaut und hier haben sie gesessen, im alten Sessel, neben den Sonnenblumen, aus Plastik. An manchen Abenden lief der alte Röhrenfernseher die ganze Nacht. Oft saß Helga und Peter zusammen im Wohnzimmer. Stets saß Helga auf dem Sessel mit der roten Decke und Peter saß in der Ecke auf dem alten Rundsofa und streckte die Füße aus. Manchmal war ihm kalt und er nahm die alte Wolldecke und legte sie über seine Füße. Der kitschige Kronleuchter war an und die Bude schimmerte in gelbem Licht. Längst war die Ehe der beiden nicht mehr in Ordnung. Ganze 35 Jahre waren beide verheiratet. Im Haus selber befand sich ein Fuhrunternehmen. Das heißt, es wurden verschiedene Waren hin und her gefahren, von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort. Das war das Reich von Helga. Die teure Einbauküche aus echtem Eichenholz. Kurz nach der Wende wurde diese Küche für 5000 Mark angeschafft. Das war der ganze Stolz der Ehefrau. Morgens, mittags und abends stand sie hier und kochte. Schaut euch das mal hier an. Hier steht noch alles rum. Das letzte Brot vom Bäcker. Das liegt hier wahrscheinlich schon ein paar Jahre. 1,11 Euro hat es gekostet. Oft schaute sie aus dem Fenster, wenn sie in der dampfenden Suppe rührte. Und sie dachte sich, wann kommt der Mann nach Hause? Wann soll ich den Tisch decken? Hier seht ihr das Ankleidezimmer von der Ehefrau. Fein säuberlich waren ihre Blousons, ihre Blusen und ihre Hosen im Kleiderschrank aufgehangen. Noch heute schaut es aus, als wenn sie jeden Moment eine fliederfarbene Bluse herausnimmt und diese sich überstreift. Das sind aber längst vergangene Zeiten. Man findet noch ihr Parfüm, ihre Schminke, ihren Kamm und einige Tinkturen auf ihrem Schminktisch. Fein säuberlich steht dieses sortiert. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Jahre das hier schon rumliegt und es riecht hier immer noch nach frischem Parfümduft. Natürlich darf man nicht vergessen, die Bude ist natürlich schon ziemlich durchwühlt und alle persönlichen Gegenstände der damaligen Eheleute liegen natürlich mittlerweile verstreut auf dem Boden herum. Hier findet man noch alte Schuhe und die letzten Filzpantoffeln der Dame stehen vor der Treppe. Sie hatte die Angewohnheit, wenn sie die Treppe hinaufging, streifte sie sich die Pantoffeln ab, stellte sie vor die Treppe und ging auf Socken hinauf. Das gleiche tat sie, als sie wieder herunterging. Man weiß eigentlich nicht, warum sie das gemacht hat. Schaut euch das an, das war der Innenhof. Hier haben sie im Sommer gesessen, hier haben sie gegrillt und hier haben sie manchmal auch zu DDR-Zeiten die Nachbarschaft eingeladen und hier wurde gegessen, getrunken und gequatscht. Heute ist dieser Innenhof verlassen. Die Natur holt sich langsam das ganze Grundstück zurück. Das Einzige, was geblieben ist, sind die weißen Gardinen mit der Alu-Goldkante. Die hängen hier noch, als wenn sie gerade frisch aufgehangen wären. Das Weiß strahlt im Licht der Sonne. Ja, das Unternehmen zu DDR-Zeiten lief das Unternehmen sehr, sehr gut. Es wurde Geld verdient. Die Familie konnte sich vor Aufträgen kaum retten und konnte sich den einen oder anderen Luxus auch aus dem Westen leisten.
Man sieht es hier, man hatte sich zu damaligen Zeiten ein modernes Badezimmer eingerichtet. Mit Badewanne, fließend warmem Wasser, ja, und einer Toilette mit Spülkasten. Zusätzlich hatte man im ganzen Haus die Heizungsanlage erneuert mit einem modernen Thermostat und einer modernen Heizung im Keller. Schaut euch das an. Heute ist das natürlich total unmodern, aber damals war das frisch gefließte Bad mit der Badewanne und dem Wasserhahn und der Brause der letzte Schrei. Es sonntags nach dem Frühstück erstmal aufs Klo zu gehen. Hier erledigte er sein Geschäft und saß mindestens anderthalb Stunden auf der Toilette, ohne abzuziehen, und las einfach die Tageszeitung. Das war das Ritual, was er sonntags durchführte. Guckt euch das an hier. Alles ist noch vorhanden. Sämtliche Utensilien liegen hier noch. Scheuermittel, Seife, alles ist noch da. Ein bisschen schmuddelig wirkt das Badezimmer. Aber das ist ja auch kein Wunder, denn dieses Haus ist eigentlich schon seit mehreren Jahren verlassen. Ja, schaut euch das an hier. Zwei Betten. Damals waren diese Betten, als die Ehe noch in Ordnung war, waren diese Betten eins. Das heißt, es war ein großes Ehebett. Und irgendwann bekam die Ehe und die Liebe eine Krise. Eigens dafür wurden diese Betten auseinandergesägt und auseinandergestellt. Das heißt, ab einem bestimmten Tag schliefen die beiden nicht mehr in einem Bett, sondern getrennt in zwei Betten. Frisch bezogen sind die Betten noch. Das linke Bett, sieht man, wurde lange nicht mehr benutzt. Das diente eigentlich nur noch als Ablageort. Das rechte Bett wurde benutzt. Das heißt, hier, denke ich mal, hat die Frau bis auch zu ihrem Tod alleine geschlafen. Schaut euch das mal an, was das für eine alte Lampe hier ist. Aus Papier. Das war damals so üblich, ne? Das war auch der letzte Schrei. Hier gab es ein getrenntes Schlafzimmer. Das heißt, nachdem die Betten auseinandergesägt worden sind und auseinandergestellt worden sind, wurde hier auch ein getrenntes Schlafzimmer eingerichtet. Das heißt, es kann auch sein, also aus Erzählungen geht auch hervor, dass der Mann oder die Frau in diesem Raum geschlafen hat. Also die haben eigentlich nicht mehr zusammen in einem Bett geschlafen, weil die Ehe war zerrüttet, das Geschäft lief nicht mehr und sie hatten eigentlich Geldprobleme. Also sie hatten Geldprobleme, weil nach der Wende halt im Endeffekt das Fuhrunternehmen nicht mehr lief, die Aufträge blieben weg und ja, im Endeffekt der Geldhahn war versiegt. Es kamen keine Einnahmen mehr rein, die Schulden wuchsen den Leuten halt über den Kopf und ja, dementsprechend litt die Ehe auch unter diesem Zustand. Leute, was eine Schatzkammer. Hier oben befindet sich ein verstecktes Zimmer auf dem Dachboden mit allerlei Schätzen aus vergangenen Zeiten. Ein gut gefüllter Schrank mit altem Porzellan, alte Koffer, kistenweise stehen hier rum voll mit Lebensmitteln, mit altem Zeug, Spielzeug. Ich denke mal, das diente hier oben als Abstellkammer. Das ist ja wirklich eine alte Rarität, ne? Eine schwach entölt, eine ganz alte Packung Kakao. Auch hier das alte Geschirr. Alles steht hier wild rum. Alles ist verlassen. Alles zurückgelassen. Paketeweise Zucker lagen hier rum. Teilweise noch eingepackte Lebensmittel. Ich denke mal, die haben hier oben auch, ja, Lebensmittel, also die nicht verderblich waren, gelagert für schlechte Zeiten oder auch für gute Zeiten. Ich glaube, dass wir hier oben im Bürobereich sind. Hier war die Zentrale, hier war die Zentrale des Unternehmens. Hier wurde gerechnet und hier stellten die Eheleute sehr schnell fest, dass das Unternehmen eigentlich in den roten Zahlen stand. Ja, Leute, das war das Herz des Unternehmens. Hier wurde gerechnet. Hier wurden die Aufträge entgegengenommen. Hier wurde gefaxt. Hier wurde kopiert. Und hier, in diesem Raum, stellten die Eheleute irgendwann fest, dass ihr Unternehmen, ihr Fuhrunternehmen, tief in der Krise steckte. Rote Zahlen wurden geschrieben. Das Geld reichte nicht mehr, um die Verpflichtungen zu bedienen,
Das Geld reichte nicht mehr, um den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das Geld reichte nicht mehr, um das Haus zu bezahlen, um die Raten abzutragen. Sie haben teilweise Hamsterkäufe getätigt. Seht ihr das? Hier ist alles voll. Die ganze Bude ist voll mit irgendwelchen Konserven. Also die haben wirklich alles gehortet auf dem Dachboden und auch hier unten. Hier steht sogar noch frischer Alkohol rum, Plätzchen. Also normalerweise könnte man oben in die Küche gehen und sich hier ein lecker Essen kochen. Normalerweise müsste ich das mal machen. Ich müsste mir eigentlich mal hier ein paar Dosen aufmachen und mal gucken, ob man hier wirklich noch was, ja, Leckeres kochen kann. Einige Sachen werden bestimmt noch sehr gut schmecken, ne? Hier noch ein Badezimmer Deluxe. Nivea steht noch hier. Das war eine Duschkabine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ebenerdig war die schon. Die haben die wahrscheinlich auch nachträglich hier eingebaut. Also unprofessionell eigentlich, aber trotzdem war das eigentlich eine gute Idee, den kleinen Raum einfach zur Dusche zu machen. Hier einfach eine Dusche reinzuzimmern, den Abfluss im Boden zu benutzen. Seht ihr das? Ja. Und dann haben sie hier geduscht, ne? Die waren wohl ein großer Fan von Nivea. So, ich kenne das auch noch von früher. Man hat teilweise Getränke oder Lebensmittel vom Keller auf dem Aufgang einfach auf der linken Seite der Treppe deponiert. Das haben die hier auch gemacht. Also Cola-Dosen, die sind sogar noch gefüllt. Und ich denke mal, dass sie wahrscheinlich noch gut werden. Aber das haben wir früher auch gemacht. Wir haben einfach so Getränke und so bestimmte Sachen einfach auf die Kellertreppe, auf die linke Seite gestellt. Und im Hinaufgehen hat man sich dann einfach, ja, einfach was genommen, ne? Guckt euch das mal, diesen schmalen Gang hier an. Ins Haus, ne? Das war halt die Heizungsanlage. Die haben die sich halt nach der Wende hier eingebaut. Und das war relativ modern damals. Und das war eine Ölheizung, ne? Das sind alles hier Ölfässer aus Kunststoff und die wurden dann einmal im Jahr gefüllt. Ja, und dann wurde das Haus damit geheizt. Das war dann halt richtig, richtig modern und damals auch sehr teuer. Das ist hier noch der alte Wasserkessel. Hier wurde das Wasser halt erhitzt, was in die Heizung kam und was im Endeffekt ja aus dem Hahn in der hochmodernen Badewanne hinauskam oben. Also das Badezimmer war damals auch hochmodern. Die ganze Heizungsanlage war damals der letzte Schrei und sehr teuer und hochmodern. Ja Leute, jetzt seht ihr mal die Dimensionen von diesem Grundstück, auf dem wir hier sind. Das ist ein riesengroßes Anwesen, was hier bewirtschaftet werden musste und auch versorgt werden musste. Ja, das hier habe ich eben von innen gefilmt. Jetzt seht ihr mal, wie das hier außen aussieht. Und ich habe euch ja berichtet, dass die oft hier zu DDR-Zeiten hier gesessen haben, mit den Nachbarn gegrillt haben. Und genau hier seht ihr so einen Grill. Hier wurden die Bratwürste, das Schweinekotelett, das Rindersteak wurde hier drauf gelegt und hier wurde einfach gegrillt, hier wurde getrunken, hier saß die Familie mit den Nachbarn, mit den Kunden im Innenhof und haben es sich einfach gut gehen lassen. Ne? Schaut euch das an. Eigentlich ist das mal ein schönes Anwesen gewesen, ne? Als das noch gepflegt war. Ich denke mal, hier konnte man gut wohnen, gut sitzen. Natürlich ist die Autobahn ist in unmittelbarer Nähe. Zwar ist ein Lärmschutzwall dort vorhanden, aber ihr hört ja, man hört das, man hört diesen Autolärm. Und ich denke mal, nach vorne raus gab es schon Doppelverglasung, Kunststofffenster. Da konnte man das eigentlich nicht so hören. Aber wenn man hier so im Garten oder im Innenhof gesessen hat, hat man diesen Lärm auf jeden Fall wahrgenommen.